So, herzlich willkommen zu unserem zweiten Winzer-Talk jetzt. Heute mit Jan vom Weingut Reichsrat von Buhl. Hi. Herzlich willkommen und vielen Dank erstmal, dass du dabei bist. Sehr gerne, freut mich. Reichsrat von Buhl war tatsächlich für mich jetzt ein Weingut, wo ich relativ spät zugekommen bin. Und der erste Wein, das war Großes Gewächs, das war die Swegengarten. Ich mal selbst, kann man einsteigen. Kein schlechter Start, Ist ja. kein schlechter Start, auf jeden Fall kann man machen. Und habe mich dann recht begeistert und seitdem bin ich ein ziemlicher Fan. Deswegen ist es mir auch wichtig und bin froh, dass wir das jetzt machen können, gleich als zweites Interview. Du hast mir drei Weine geschickt, das waren, oder zwei Weine und ein Sekt. Man kann jetzt schon sagen, dass ihr hauptsächlich Riesling anbaut. Oder der Hauptrebsorte Riesling ist, oder? Ja, stimmt. Also über 90% unserer eigenen Weinberge ist mit Riesling gestockt. Okay. Das, wofür wir stehen und das, was wir am besten können, würde ich mal sagen. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Was sind eure Nebenrebsorten, beziehungsweise auf die auch ein bisschen Fokus legen nach dem Riesling? Ja, wir haben neben Riesling natürlich für unsere Sekte vor allem im eigenen Anbau noch Spätburgunder, für die Rosés und auch für so ein bisschen Rotwein, den wir machen. Weißburgunder Chardonnay haben wir noch. Dazu ein klein bisschen Muscatella und Sauvignon Blanc und das war's dann eigentlich schon. Grauburgunder, Weißburgunder, aber auch da nur ganz, ganz geringe Mengen, weil sich einfach unsere Böden hier um Deidesheim und Forst relativ ja, gut für Riesling eignen, für die Burgundersorten weniger. Und da kaufen wir lieber von befreundeten Winzern dann ein bisschen weiter südlich von hier, wo die Böden, die Burgundersorten besser sind, ein bisschen was zu, machen da auch schöne Grundweine, Basisweine, aber die großen Sachen, das ist alles Riesling bei uns. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir immer mit dem ersten an. Darfst einen aussuchen. Mit welchem wollen wir denn starten? Ja, dann würde ich mit dem Bone Dry starten, wenn wir jetzt eh beim Riesling waren. Mit dem Bone Dry, perfekt. Ja. Dann starten wir mit dem mal. Das ist Der hat auch auf jeden Fall schon mal das auffälligste Etikett von den dreien, kann man sagen. richtig, ja. Und es ist immer ganz schön, um da in so ein Tasting reinzukommen, weil der hat auf dem Ja. Etikett quasi schon den Spickzettel, was wir jetzt gleich so an Ja. Aromen riechen. Also, er soll quasi Bone Dry werden. Ja, das auch. Aber wenn du dir das Etikett genau anschaust, da sind halt auch so ein bisschen Zitronenscheiben, Genau. Trauben so stilisiert und das ist. Ich habe tatsächlich den Wein jetzt so oft in letzter Zeit bei Freunden und so weiter auch gesehen. Hab ihn aber noch nie getrunken, bin jetzt auch schon gespannt, muss ich sagen. Ja, cheers. Cheers. Es soll halt Riesling sein, der einfach der Spaß macht, der Ja. das Knochentrockene eben transportiert oder auch Ja. mal einem breiteren Publikum ja, zugänglich Aber macht. auch eine richtig schöne Grapefruit drin oder allgemein zitrische Note. Genau, Grapefruit eben Ja. mit dieser leicht herben Note hinten raus. Dazu ein bisschen saftiges Steinobst, Ja. Pfirsich, Aprikose, Ja. Zitrus. Also so ein, wirklich so ein Rebsortenwein, sage ich mal. Das ist ganz typisch Riesling für mich. Da spielt jetzt das Terroir, der Boden, alles noch nicht so eine große Rolle. Und dann. Und es soll halt einfach Spaß machen. Ich glaube, das ist so ein typischer Wein, entweder zum Essen oder mit Freunden abends einfach mal mit Flasche. Das geht da immer. Genau, also das war auch im letzten Sommer wirklich mein Sommerwein. Eine schöne Ja. kleine Dachterrasse und da gab es oben eigentlich immer irgendwie eine Flasche Bone Dry dazu. Ja. Da muss man nicht groß nachdenken, einfach Ja. genießen. Ja, auf jeden Fall. Der gefällt mir jetzt schon mal sehr gut. Von dem gibt es auch noch ein Rosé, habe ich gesehen. Genau, also es gibt quasi die Idee dahinter war ursprünglich mal für den Bone Dry, der war eigentlich nur für Gastronomie und für den Exportmarkt gedacht, weil gerade in USA, aber auch generell Übersee, ist deutscher Wein immer noch als süß verschrien. Also für die ist deutscher Wein Echt? süßer Wein. Das wusste ich gar nicht. Habe ich Krass. im Restaurant, war ich irgendwann mal stutzig. Du hast Gäste aus den USA und die fragen dich dann, ja, haben Sie einen Riesling? Ja, so ungefähr 500 Stück. Ja, haben Sie auch einen trockenen? Ja, so ungefähr 450 Stück, weil für die ist Riesling noch so 70er, 80er, als dann Okay. alles immer süßer wurde, als es um Masse ging, als es plörrig wurde, so ein bisschen. Da Ja. war deutscher Wein eigentlich immer süß, um Fehler zu verstecken. Und die kennen das gar nicht, Okay. dass in den letzten 20 Jahren
der Riesling oder alle deutschen Weine trockener geworden sind. Und um das wirklich so mit den Leuten mit dem Holzhammer mal mitzugeben, hat man sich diese Bone Dry Serie überlegt, weil es international funktioniert und dem deutschen Wein einen anderen Anstrich gibt. Ja. Boah, das wundert mich aber jetzt ehrlich gesagt, dass der noch immer so verschrien ist. Hätte ich nicht gedacht. Ja, da gab es so Dinge wie, kennst du, sagt der Liebfrauenmilch noch so noch was? Ja, die kenne ich. Solche Dinge, das war international deutscher Wein. Krass. Und okay. Ja, da wollen wir weg von, also wir haben hier 0,5 Gramm Restzucker. Das ist wirklich knochentrocken, geht fast nicht. Und ich finde aber sehr fruchtig, das ist das Schöne an dem. Er ist sehr trocken, aber extrem fruchtig. Genau, normalerweise sagt man bei diesen sommerlichen, erfrischenden Weinen, da geht man ja auch gerne mal an die Mosel, trinkt ein Kabinett, der dann viel, viel Säure hat, der so ein bisschen Süße dagegen hält, ebenso das Rezept einer jeden Limo bietet. Genau. Das geht eben auch anders, man kann das Ganze auch trocken machen. Es hat beides irgendwie seine Berechtigung. Ich mag beides gerne, es kommt auf die Stimmung an. Ja. Süße macht es immer ein bisschen sättigender, finde ich. Und das ist perfekter Sommerappetit. Ja, ich bin da schon eigentlich sehr trocken. Der sehr trockene Typ. Ich mag die lieber, aber ist auf jeden Fall Geschmackssache. Ja. Genau. Dann, was kann man noch weiter sagen? Würde ich sagen wir einfach mal ein bisschen was zur Geschichte oder zur Tradition. Das Weingut gibt es ja jetzt doch schon relativ lang. Ja, da oben steht es, glaube ich. 1841 war es, genau. 49, ja. Ja, genau. 49. Also, ich hatte ja vorhin gesagt, so deutsche Rieslinge waren in den 70er, 80er Jahren oder auch eigentlich schon davor, die 20 Jahre, eher verpönt international. Aber deutscher Wein war vor über 100 Jahren das Maß der Dinge in der Welt. Also die teuersten Weine der Welt waren Rieslinge aus Pfalz, von der Mosel, Rheingau. Das war das Teuerste, was es auf der Welt gab. Und eine schöne Anekdote, die auch mit unserem Weingut zu tun hat, ist die Eröffnung des Suezkanals 1869. Das Jahrhundertbauwerk in Ägypten. Und das wurde zwar von Franzosen entworfen und gebaut, aber man wollte damals den teuersten Wein der Welt ausschenken bei der Eröffnung. Und das war Forster Ungeheuer von Buhl. Und deswegen haben wir dann auch 2013 diese Suez-Linie ins Leben gerufen mit einem Riesling, einem Rosé und einem Spätburgunder, um an diese Geschichte zu erinnern. Und das war so fast in den Anfangstagen von Buhl. Weil ich glaube, das Ungeheuer gerade ist schon eigentlich noch der Wein, den den meisten Leuten was sagt oder der auch so ziemlich das Aushängeschild einfach bei euch ist, oder? Ja, also die bekannteste Lage auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall auch eine der Top-Lagen. Vielleicht nicht die allerbeste. Also für mich gibt es noch zwei Lagen, die das Ungeheuer oft noch schlagen. Mhm. Aber es ist relativ groß, deswegen auch nicht brutal teuer, würde ich mal sagen. Also wenn es dann, es geht noch nicht so in diese Spekulationsrichtung wie bei anderen Lagen, die einfach teuer sind, weil es wenig davon gibt. Und ja, die große Geschichte des Forster Ungeheuer, das soll schon Goethes Lieblingswein gewesen sein. Das habe ich auch mal gelesen, ja. Bismarck soll diesen Spruch geprägt haben, dieses Ungeheuer schmeckt mir ungeheuer. Mhm. Und ja, da bietet Buhl dann eben auch eine schöne Geschichte dazu. Um nochmal so ganz zurück an den Anfang zu springen, also ursprünglich geht das Weingut bis ins Jahr 1718 sogar zurück. Mhm. Damals wurde das Weingut von einem Pierre Jordan gegründet. Und dieser Herr Jordan hat das Weingut immer weiter vererbt, immer an den ältesten Sohn, bis eben 1849. Und da gab es erst zwei Töchter und dann den ersehnten Sohn. Und dann hat sich der Herr Andreas Jordan damals entschlossen, das Weingut an seine drei Kinder aufzuteilen sozusagen. Also die beiden Töchter haben geheiratet. Die eine hat einen Dr. Deinhardt geheiratet. Das ist heute das Weingut von Winning. Ja. Die andere hat Franz-Peter Buhl geheiratet. Also da begründet sich dann eben unser Weingut. Und der Sohn hat es dann übernommen als Jordanisches Weingut. Und der hatte dann auch erst nur eine Tochter. Die hat dann in die Familie Bassermann eingeheiratet. Also so sind Mitte des 19. Jahrhunderts aus einem Weingut drei Weingüter geworden. Alle auf ihre Art irgendwie groß und bekannt geworden. Und Anfang der 2000er hat unsere Inhaberfamilie diese Weingüter nach und nach, immer wenn sich die Gelegenheit bot, aufgekauft und nach über 150 Jahren diese jordanische Teilung ja wieder rückgängig gemacht. Das ist eine ganz coole Geschichte. So ein bisschen Stimmt. Ich glaube, die kennen auch nicht viele, weil mir war das auch neu. Mit Willing habe ich mal was gehört, aber dass da wirklich drei Familien gab, das wusste ich jetzt auch nicht. Okay, sehr cool. Ja. Auf jeden Fall.
Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt bei dem Weingut arbeitest? Ja, ich habe, wenn ich jetzt ganz vorne anfangen soll, irgendwann mal studiert auf Lehramt und habe nebenbei gekellnert und habe irgendwann in einem Restaurant mit großer Weinkarte gearbeitet und gemerkt, dass mich das viel, viel mehr reizt und dann abgebrochen und Restaurantfachmann gelernt, Sommelier-Weiterbildung gemacht und habe dann als Sommelier gearbeitet in der Gastronomie, zuletzt eben in Deidesheim im Ketschauer Hof, auch wieder zu dieser Familie gehörend, der Ketschauer Hof, so diese Räumlichkeit, dieser Hof eben, war mal der Stammsitz dieser Jordan-Familie, also das war das Weingut Jordan oder Bassermann Jordan lange Jahre und Anfang der 2000er wurde daraus ein Hotel mit Gourmet-Restaurant. Und im letzten Jahr habe ich mich dann einfach dazu entschlossen, dass ich dieser Geschichte irgendwie treu bleiben möchte, dass ich weiter in dieser Gruppe, in dieser Familie bleiben möchte, aber dass ich meine eigene Familie gründen möchte. Und da ist Gastronomie eben schwierig. Und dann habe ich mich hier umgehört und dann hat es bei von Buhl einfach gepasst. Die haben gerade jemanden gesucht. Ich wollte unbedingt dorthin und deswegen bin ich jetzt hier ja relativ frisch noch seit Anfang des Jahres als Vinotheksleiter tätig. Ich finde es tatsächlich auch sehr spannend, mit jemandem zu sprechen, der da arbeitet, mit dem Vinotheksleiter, wie es jetzt bei dir ist, weil doch die Ansichten teilweise vom Winzer selbst und auch von den Mitarbeitern anders sind und die Mitarbeiter haben oft auch einen anderen Blick drauf, weißt du schon? Also wenn ja, die in der Familie drin sind. Das ist, ich glaube, wenn man die Weine wirklich von Grund auf selbst gemacht hat, dann geht man damit um, als wäre es das eigene Kind, das eigene Baby. Ja, genau. Da will man mal gar nichts drauf kommen lassen, aber ja, manchmal ist es vielleicht auch interessanter, die andere Perspektive zu hören. Ja. Auf der anderen Seite kann ich natürlich nicht so in die Tiefe gehen, wenn es darum geht, wie ist der Wein jetzt entstanden, wie sahen die Trauben am 8. Mai in der Morgendämmerung aus, das kann ich jetzt halt nicht sagen. Ja, aber das ist ja im Endeffekt auch nicht das Ziel. Es geht einfach darum, den Leuten, die Weine irgendwo im Regal sehen, im Supermarktregal sehen, einfach ein bisschen näher zu bringen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zum zweiten Wein, oder? Ja, wobei ich habe so ein bisschen trockene Kehle gerade. Ich muss noch mal so einen Schluck Bone Dry hinterhergeben. Und dann würde ich aber sagen, dann bleiben wir beim Riesling und gehen dann zum Forster. Ja. Und also wir sind ja in Deidesheim hier ansässig. Forst ist das Nachbardorf im Norden an der Weinstraße, ist nur knapp einen Kilometer entfernt, aber gilt eben als das Dorf mit den meisten großen Gewächslagen. Oder auf extrem engen Raum sind da 5 GG-Lagen zu finden, also die besten Weinberge, die es dann in Deutschland und in der Pfalz gibt. Da gibt es ja dieses Klassifikationssystem. Nochmal eben den Schluck Bone Dry jetzt. Ja. Wenn wir schon bei dem Schluck Bone Dry sind, was würdest denn du sagen, ist gerade dein Lieblingswein vom Weingut? Es kommt ganz drauf an. Also wenn es jetzt, wenn ich das selbst bezahlen muss, dann ist es der Forster. Okay. Weil ich finde, der hat ein einfach saugutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also, ja, eben. Das finde ich eben auch wichtig, weil klar, große Gewächse sind manchmal richtig top, aber es kommt auch aufs Preis-Leistungs-Verhältnis teilweise an. Genau. Und das ist eben hier, ja, da ist relativ viel großes Gewächs sogar drin, weil wir in Forst wenig normale Lagen haben, wenig erste Lagen haben, viel große Gewächslagen haben. Und da gibt es dann auch Junganlagen oder ja, mal Partien, dass man mal ein Fass oder einen kleinen Tank hat, der sich nicht ganz so gut entwickelt, dass er es ins große Gewächs, ins Forster Ungeheuer oder so schafft. Und dann ist er aber immer noch sehr, sehr gut für so einen Ortswein dann eben. Ja. Deswegen, da ist relativ viel großes Gewächs drin, was sonst bei 30 Euro anfängt. Und das für 12,90 finde ich richtig, richtig cool. Okay. Wenn ich es nicht selbst bezahlen muss oder oft oder man irgendwie eingeladen wird oder man sonst wie irgendwie mal hat, finde ich gerade unseren Blanc de Blanc Sekt richtig, richtig spannend. Der ist jetzt gerade frisch auf den Markt gekommen nach 80 Monaten Hefelager. Das, wir haben ja gleich noch einen Sekt, da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr zu diesem Blanc de Blanc oder generell zu dem Verfahren da erzählen. Ja. Das mag ich sehr gerne. Und ansonsten Forster Pechstein. Also das ist meine Lieblingslage hier. Okay. Und man kann noch mal kurz bei der Geschichte so des Weinguts weitermachen. Also 1849 wurde es dann gegründet und hatte aber nur in Deidesheim oder eigentlich nur in Deidesheim bedeutende Weinberge. Und
was hat man dann eben gemacht, wenn man das nicht hatte als junger, heiratsfähiger Mann, der erste Sohn dann war, Armand Buhl. Er hat sich eine schöne Frau gesucht und am besten noch eine mit richtig viel Hektar, denn es gibt ja diesen alten Bauernspruch, Liebe vergeht, Hektar besteht. Und dann hat er sogar die prominenteste Winzertochter in Forst eben gefunden, Julie Schellhorn-Walbillig, hat sie geheiratet und dadurch kamen 20 Hektar große Gewächslagen oder heutige große Gewächslagen mit ins Weingut. Also das hat sich mal richtig gelohnt und da können wir eben heute noch von zehren. Sagen wir so, taktisch bestimmt nicht ganz unklug. Nee, aber sie soll auch sehr schön gewesen sein. Ja. Ja, und man merkt jetzt hier so eine dunklere Würze dazu, sowas leicht Rauchiges, ein bisschen vielleicht an Feuerstein erinnern. Schmeckt auf jeden Fall auch gleich schon ein bisschen am Komplex als erstes, als Bond Dry. Das liegt einfach daran, Forst ist berühmt für den Basaltanteil in den Böden. Mhm. Also oberhalb von Forst, das liegt ja da direkt am Pfälzer Wald. Und das ist ein alter Vulkankrater, der dann eben, da ziehen sich eben so Basaltadern durch den Boden. Das macht viel aus dabei. Generell ist der Boden ein bisschen gehaltvoller als in Deidesheim. Also. Das merkt man auf jeden Fall. Also der hat jetzt eine richtig, richtig schöne Würze. Weil du vorher gesagt hast, vom 2018er noch, was würdest du sagen, war der bessere Jahrgang von den beiden? Der 18er und 19er? Ja, es gibt, also ich finde, da gibt es dann nicht so richtig besser, sondern einfach nur, also es ist in beiden Fällen ein schöner Wein draus geworden bei uns. Ich mag 19 lieber, einfach weil 19 ein bisschen kühlerer Jahrgang war. Dadurch die Säure ein bisschen knackiger, präsenter, der Wein ein bisschen schlanker. Beim 18er war es eben so, da hat man einen sehr heißen, vor allem trockenen Sommer. Da werden die Weine ein bisschen runder, aber auch gleichzeitig ein bisschen milder in der Säure. Das mögen viele mehr. Würde auch den meisten Leuten eher den 18er empfehlen. Ja. Aber wenn sie Riesling-Freaks sind und was Rassiges, Kraftvolles mögen, dann eher, Straightes, dann 19. Ich frage nämlich auch, weil den 18er, glaube ich, habe ich nämlich damals bei einer Weinprobe schon getrunken, den Forster. Und wenn ich mich noch richtig erinnere, schmeckt mir der hier ein bisschen besser, weil ich bin auch eher der Typ, der aggressivere Rieslinge eher mag als die Runden. Deswegen, da ist der auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auch super Preis-Leistungs-Verhältnis in dem Sinne, was du vorher schon gesagt hast, für 12 Euro kannst du gar nichts falsch machen. Genau. Also, es ist dann eben auch immer so ein bisschen nach Jahrgang verschieden. Wir sind zwar sehr, sehr trocken vom Stil her, aber mittlerweile davon von weg von diesem dogmatischen, das muss jetzt unter 1 Gramm Säure gehen, sondern wir versuchen eigentlich mittlerweile keinen Einfluss mehr im Keller zu nehmen in der Richtung, der Wein gärt an und dann muss man ein bisschen die Bedingungen kontrollieren, aber wir versuchen da nicht irgendwie den auf Teufel komm raus unter 1 Gramm zu kriegen. Also der Forster hat jetzt, glaube ich, was für uns vieles über 3 Gramm Restzucker, 3,6 oder so. Ich finde, man merkt es aber nicht. Der wirkt trotzdem merkt man beim Garten schön ausgewogen. Im 20er sind wir jetzt wieder, glaube ich, unter 1 Gramm. Also das ist jetzt so, wie es die Natur jetzt gerade gibt. Ja, es soll so sein. Wenn man es jetzt von der Perspektive wirklich von einem komplett Anfänger sieht, der noch nicht viel mit eurem Weingut zu tun hat, was würdest du dem empfehlen, wenn man sich ein bisschen vorarbeitet, mit was man einsteigt, dann sich ein bisschen vorarbeitet, vielleicht auf die größeren Weine, weil mit einem großen Gewächs würde ich jetzt nicht unbedingt jeden raten, einzusteigen, was ich jetzt gemacht habe. Ja, es kommt drauf an, aber du hast ja auch diesen Einstieg, dass du 18er oder weiß gar nicht, Jesuitengarten von uns angefangen hast. Das war das 17er war es genau, letztes Jahr war das. Ja, es ist natürlich einerseits cool, wenn man mit den ganz großen Sachen anfängt. Ja, so hat es bei mir mit dem Wein auch damals angefangen, dass mein Chef... Du bist ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Ja, nee, der hat mir, mein Chef damals, als ich noch Student war, der hat dann irgendwann angefangen, der einfach... richtig krasse GGs oder sonst was, irgendwie teure Rotweine dann irgendwie vorzusetzen, wenn wir zusammen was probiert haben. Und ich habe ihm immer gesagt, mach doch mal was ich auch wirklich tagtäglich irgendwie verkaufen würde. Und er sagt, nee, ich zeig dir erst, wie das richtig geht, wie es richtig, richtig gut ist. Und dann können wir schauen, wie das auch geht und bezahlbarer irgendwie geht. Ja. Also war ein Ansatz, aber hätte ich das alles irgendwie selbst bezahlen müssen, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht so gemacht. Also ich finde, man muss bei jedem Weingut immer irgendwie mit dem Basis-Riesling, also hier in der Pfalz, mit dem Riesling anfangen.
Ob das hier in dem Fall wahrscheinlich der Bone Dry. Genau, also ich, oder ob sei es der Litter Riesling. Also der Litter muss schon stimmen hier in der Pfalz, weil wir trinken ja hier Schorle. Ja. Ich bin kein Urpfälzer, aber ich habe mich auch gewöhnt. Also der Wein muss schon für die Schorle stimmen. Ja. Und dann finde ich so das Feld, wo man sich austoben kann, zu Anfang sind eben diese Ortsweine. Also Forster Riesling, wir haben den Deidesheimer Riesling, dann bei uns jetzt nicht, aber allgemein, wenn man sich Weingütern widmet, dann gibt es hier Ruppertsberg, dann gibt es Wachenheim. Und ich finde, dass diese Weine immer schon relativ viel Unterschiede preisgeben, was jetzt Böden und so weiter angeht. Mhm. Oder auch was Jahrgänge angeht. Wenn man dann jetzt einen Forster 18er und 19 nebeneinander probiert, merkt man auch als Einsteiger, da ist irgendwo ein Unterschied. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Weil 18 und 19, ich kann mich noch an 18 erinnern, da ist echt ein Unterschied. Obwohl es eigentlich gleiche Rieb oder gleiche Lage ist, aber du merkst halt richtig, richtig krass eigentlich. Aber ich finde auch das Argument relativ interessant, dass man mit dem Besten anfängt und wirklich so, ich zeig's dir, wie es richtig geht und dann kommen wir zu dem Billigeren, in Anführungszeichen, auch wenn die noch immer gut sind. Aber das finde ich auf jeden Fall gut. Es ist natürlich gut, wenn man halt irgendwie so ein Idealbild vor Augen hat, also von daher ist das gar nicht schlecht, aber wer macht das denn jetzt? Also wirklich als jemand, der sagt, ich trinke gern Wein und ich möchte mich damit beschäftigen, gehe ich ja nicht hin und kaufe mir ein Kirchenstück für 100 Euro und denke mir, jetzt weiß ich alles. Ja. Sondern, wenn du dich ein bisschen eingearbeitet hast, dann später sagst du mal, ich investiere jetzt mal 100 und fertig, aber gleich am Anfang, ich will mich, da willst du nicht für eine Flasche 100 Euro investieren. Ja, deswegen, es kommt natürlich auch drauf an. Dann am Anfang lieber mehr probieren, breit gefächert probieren. Sowieso. Dann mal irgendwie, was weiß ich, einen guten Blog oder auch ein Buch oder irgendwas dazu lesen, hilft enorm, wenn man sich einfach nur ein bisschen damit beschäftigt, was trinke ich jetzt gerade, warum ist dieser Wein so? Also das ist, glaube ich, der größte Schritt, den man machen muss, wenn man irgendwann mal Weinkenner werden will. Ja. Dass man im ersten Schritt, dass man sagen kann, schmeckt mir nicht, kann jeder. Ja. Der Schritt irgendwann zu sagen, der schmeckt mir, weil, oder der schmeckt mir nicht, weil. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man das irgendwann hat, dann kann einem schon gar nicht mehr viel passieren. Genau, auf jeden Fall. Ja. Dann, was bei euch auch noch ein recht, recht wichtiger Bestandteil ist, ist der Sekt, denke ich. Genau. Ah, das ist also, als hätten wir uns jetzt hier irgendwie ein Drehbuch geschrieben, können wir jetzt wieder mit der Geschichte ein bisschen weitermachen. Ja, natürlich, sehr gerne. Ja, also. Ein ungewolltes Drehbuch ist immer am besten. Ja, also, wie gesagt, Armand Boule hat dann ja diese Fläche in Forst vor allem dazu gewonnen. Das war dann immer noch Ende des 19. Jahrhunderts, also da sind wir in der Bismarck-Zeit. Da waren die Boules auch alle große Politiker. Also Armand Boule war Vizepräsident des Reichstages damals und hat eben auch diesen Titel Reichsrat der bavarischen Krone verliehen bekommen. Sein Sohn Franz Eberhard hatte auch noch diesen Titel. Und dann ist das Weingut irgendwann nicht unter die Räder gekommen, aber der Franz Eberhard hatte keinen Sohn mehr Anfang des 20. Jahrhunderts. Seine Witwe hat das Weingut dann noch eine ganze Weile weitergeführt, bis in die 50er Jahre hinein. Und dann gab es aber immer noch keinen Erben und dann hat sich die Familie, oder der Franz Eberhard damals noch zu Lebzeiten, hatte sich gewünscht, dass es in die Hände eines Freundes von ihm kommt, der dann im hohen Alter noch adoptiert wurde. Und das war die Familie von und zu Guttenberg, die vor ein paar Jahren mal unseren Verteidigungsminister gestellt hat. Ja, der gehört doch auch irgendwoher. Und ich glaube 1952 an von Buhl. Die haben das Gut aber relativ runtergewirtschaftet. Okay. Also damals hatte Buhl über 100, ich glaube sogar fast 200 Hektar eigene Fläche. Mhm. Die hat ganz, ganz viel verkauft. Wann war das jetzt circa? Bitte? Wann war das jetzt circa? Das war Anfang der 50er Jahre. Ah, ich glaube, 1952 hat die Familie Guttenberg das quasi bekommen und haben das bis 89 geführt. Da waren sie dann, hatten sie Gott sei Dank die guten Lagen nicht verkauft, aber die, eben die große Fläche, und waren trotzdem fast pleite. Und dann kam eine verrückte Bande japanischer Investoren, ein paar japanische Getränkehändler, die fanden die Geschichte cool vom Weingut und haben es gepachtet, haben dann auch Geld investiert, haben das wieder nach vorne gebracht, hätten das auch kaufen können, aber haben sich ein bisschen verpuppert, weil es gab eben unsere Inhaberfamilie schon in den Startlöchern Anfang der 2000er und die haben damals den Preis gezahlt, den die Familie Guttenberg haben wollte. Die Japaner wollten pokern, haben den Preis versucht zu drücken, aber sind dann ausgekontert worden. Und dann hat eben der Herr Niederberger damals 2013 hat er das Gut übernommen
Mathieu Kaufmann installiert, also den vormaligen technischen Direktor von Bollinger, Kellermeister von Bollinger, ja, einem der größten Champagnerhäuser und renommiertesten, ja, Champagnerhäuser der Welt. Und der hat dann eben hier die Sekte nochmal auf ein ganz neues Niveau gebracht. Ja. Und ja, das war eine verrückte Zeit irgendwie damals 2013, als das dann hier anfing, weil die Japaner haben ihre Sektgrundweine mitgenommen in ihr neues Weingut. Und ja, die mussten hier echt improvisieren am Anfang, ja, aber haben schon echt am Anfang gute Sachen hinbekommen und haben damals auch haben angefangen, Reserveweine auf die Seite zu legen. Wir haben jetzt hier als dritten Wein den Reserve Brut. Und eben jemand, der aus der Champagne kommt, der möchte dann natürlich auch irgendwie sowas in Richtung Champagner hier bereiten. Ja. Hier ist das Vorbild, die ganz normalen Non-Vintage, jahrgangslosen Champagner, ja, die man ja jedes Jahr kaufen kann und die immer gleich schmecken sollen. Mhm. Das sind wir jetzt anders als bei irgendwie einem Riesling, wo man einen Jahrgang auch schmecken soll, soll das ja immer verlässlich sein. Egal, ja, wo ich jetzt, wann ich mal Moët oder Wülf oder sonst irgendwas kaufe, das soll immer gleichermaßen, ja, gut oder manchmal auch gleichermaßen schlecht schmecken. Und hier ist man hingegangen und hat einfach 2013 angefangen, Reserveweine wegzulegen. Also, ja, wir haben jetzt hier Weißburgunder und Chardonnay, mhm, hat mehrere Fässer dafür genommen und hat Weine zur Seite gelegt, hat dann in 2014 eben von diesen Weinen wieder einen Teil genommen, hat mit frischem Wein aufgefüllt. Okay. Also sozusagen jedes Jahr immer ein bisschen alter Jahrgang drin, ein bisschen was Neues, was nachgefüllt wird. Also hier haben wir jetzt natürlich nur noch einen ganz kleinen Anteil 2013, aber im Prinzip ist hier 13, 14, 15, 16 aktuell als Jahrgang, okay, drin. Interessant. Jetzt für einen Laien, was bedeutet jetzt Reserve genau? Also Reserveweine sind eben, mhm, genau diese Weine, die man als Reserve zur Seite legt. Genauso, ja, wie es bei einem, okay, Champagner gemacht. Genau, man legt jedes Jahr ein bisschen was auf die Seite, weil einfach die Jahrgänge sind nicht gleich. Man hat vielleicht mal einen guten Jahrgang, man hat danach wieder einen schlechten Jahrgang. Und so kann man das ist eben die große Kunst, das auszugleichen, wie viel Prozent von dem älteren Wein nehme ich jetzt dazu, dass er wieder schmeckt wie im Jahr davor. Okay. Also da könnten wir jetzt das Fass Champagner und Sekt und Herstellung und auch machen, dann könnten wir noch 2 Stunden erzählen. Aber man kann bei euch dann schon sagen, ab 2013 ging es ziemlich bergauf im Weingut. Ja, da hat sich ganz, ganz viel getan, was hat sich vor allem die Mistik angeht. Eben ab da gab es diesen Bone Dry, ab da hat man auch einfach versucht, möglichst knochentrocken zu arbeiten. Man hat im Sektbereich einiges auf die Beine gestellt. Die Früchte können wir eigentlich jetzt erst so langsam ernten. Ja, vor allem ich kenne jetzt wirklich aktuell sehr, sehr wenig in meinem Freundeskreis, die sich mit Wein wirklich beschäftigen und den Bone Dry nicht kennen. Also irgendjemand hat den schon mal getrunken oder hat den irgendwo stehen. Also das ist auf jeden Fall marketingtechnisch jetzt auch sehr, sehr gut gearbeitet worden. Ja, das kann man jetzt einfach mal sagen. Das geht ja, du kannst ja sogar, mittlerweile gibt es T-Shirts mit dem Bone-Dry-Logo drauf und die Leute kaufen es und ziehen es an und das ist natürlich auch eine coole Werbung. Natürlich. Ja. Also hier sollte man jetzt eben nicht an typischen deutschen Sekt oder Sekko oder an dieses einfach nur pur Fruchtige denken, sondern wirklich... Ich habe mir gerade gedacht, dass ich gerochen habe. Ja, also da hat man natürlich ein bisschen Steinobst, ein bisschen Birne, aber eben auch so... Riecht auch sehr cremig. Cremig, genau, röstig, so ein bisschen so geröstete Haselnüsse, Brioche, so ein bisschen toastig soll das Ganze auch sein. Hm. Mit einer ganz, ganz weichen, eben cremigen Perlage dazu. Das geht zwar auch schön als Aperitif, ist aber nicht ganz so säurestark wie zum Beispiel ein Riesling-Sekt. Also es gibt natürlich bei uns auch tolle Riesling-Sekte, Rosé-Sekte. Das ist so die weiche, die cremige Variante davon. Ich hatte jetzt keine Lust, 2 Rieslinge und dann noch einen Riesling-Sekt zu machen, weil machen ja auch was anderes. Ja, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, also für das Preis-Leistungs-Verhältnis ist der wirklich schon unglaublich gut. Jetzt vielleicht auch mal persönliche Meinung, aber ich finde den richtig gut, muss ich wirklich sagen. Ja, ist halt jetzt nicht der typische Riesling-Sekt, wie überall eigentlich schmeckt, sondern wirklich mal was anderes. Genau, aber da steckt ja auch Handwerk und auch einfach Zeit hinter, also wenn man sich überlegt, die ältesten Weine hier drin sind aus 2013. Der Wein ist 2 Jahre auf der Hefe gereift.
Also normaler Champagner muss mindestens 15 Monate sein und da sind wir hier schon lang drüber. Und das Ganze dann eben für 16,90 und nicht 42,90 wie irgendwie eine Flasche Moët an einer. Das ist halt auch das Problem bei vielen Einstiegschampagnern oder den normalen Supermarkt-Champagnern. Du bekommst halt relativ wenig für das Geld, wenn du es jetzt mit sowas hier vergleichst. Genau. Also das, glaube ich, kann man jetzt einfach Champagner, mal sagen. Richtig coole Sachen für unter 30 natürlich. Euro, die super gut sind, aber die findet man halt nicht an jeder Ecke. Nee, da musst du suchen oder direkt kaufen, aber vor allem der Standardverbraucher, der sich jetzt nicht ewig beschäftigen will, welchen kaufe ich mir da, sondern einfach in den Supermarkt fährt oder auf eine Online-Seite schaut, der kommt halt einfach nicht drüber. Ja, und das ist so. Dann, glaube ich, auch das Problem, was wir in Deutschland haben, dass viele mögen ja diesen, gerade diesen fruchtigen und dann auch immer sehr süßen Sekt. Ja. Und sagen, ja, Champagner kann ich gar nichts mit anfangen. Und wenn man dann, wenn die Leute ins Wein kommen, sagen, ah, sie machen ja sehr, sehr guten Sekt und dann sagt, ja, aber der schmeckt halt eher wie Champagner. Ja. Sagen sie, oh nee, Champagner mögen wir gar nicht. Ja. Und dann gibt man ihnen das zu probieren und dann sagen die, oh, das schmeckt jetzt aber doch. Genau, also, so ist es. Ja, ich mag das gerne. Ich mag es auch sehr, sehr gerne. Es ist so der kräftigste und der rundeste, der weichste unserer Sekte. Und wir haben jetzt, habe ich ja vorhin gesagt, den neuen Blanc de Blanc. Genau, den Blanc de Blanc. Der ist jetzt eben 80 Monate auf der Hefe gewesen, also 7 Jahre knapp. Und besteht aus fast den gleichen Rebsorten, also auch Chardonnay Weißburgunder. Mehr Chardonnay jetzt aber als Weißburgunder. Und der ist fast das komplette Gegenteil. Der ist unglaublich schlank, straff. Viel Säure, quasi kein Zucker, also keine Dosage noch am Ende mit dazu gegeben. Und es ist trotzdem extrem trinkig. Also das ist so, ich glaube, im Weingut so jedermanns Lieblingswein gerade. Ja, okay. Also auf jeden Fall, ich denke, wahrscheinlich eher für ein Aperitif dann. Ja, also wir hatten es heute noch als Thema, das ist ein Wein, den kannst du als, da kannst du am besten, normalerweise gehst du ins Restaurant, bestellst dir ein Glas Aperitif. Ja. Ein Glas Champagner, ein Glas Sekt und danach trinkt man Wein. Und irgendwie hatten das heute noch mit einem Kollegen, dass wir gesagt haben, nee, eigentlich musst du dir zu zweit von dem im Restaurant eine Flasche bestellen, Aperitif, weiter trinken zu den ersten ein, zwei Gängen und dann zum Hauptgang bestellst du dir einen Rotwein und dann ist der Abend perfekt. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Hört sich sehr, sehr spannend an, muss ich mir jetzt auch mal bestellen, den Blanc de Blanc. Habe ich auch noch nicht probiert. Ja, vor allem, man kann auch super mit Schaumwein Essen begleiten. Das für viele das wissen viele auch gar nicht. Manche ist Aperitif oder mal nachmittags, wenn du wohin kommst, aber zum Essen gehört Wein. Und das stimmt halt einfach nicht. Nee, also wir haben im Ketscherhof, wo ich zuletzt war, einmal im Jahr ein Champagner-Dinner gemacht. Also wirklich ein komplettes Fünfgang-Menü mit Champagner begleitet. Und das kann richtig geil sein. Also manchmal, Entschuldigung, dass man wirklich mit einem Stück Fleisch, mit einer kräftigen Jus und dann irgendwie einen kraftvollen, reifen Champagner dazu. Es geht alles. Ja, und gerade wie es bei dem hier ist, wo würdest du den hauptsächlich dazu trinken zum Essen? Ja, den würde ich vielleicht nicht zu den ganz leichten Fischgerichten, aber den könnte ich mir zum Beispiel zum gegrillten Fisch gut vorstellen oder gebratenen Fisch, vielleicht auch mit cremigen Soße, so irgendwas Richtung Beurre Blanc. Oder auch so Grillgemüse vielleicht, was doch relativ intensiv ist. Ja, mit Röstaromen kommt das. Deswegen genau alles, was irgendwie so ein bisschen Röstaromen mitbringt, aber nicht zu schwer ist, also jetzt vielleicht zum dunklen Fleisch eher nicht. Ja, auch gegrilltes Geflügel, gebratenes Geflügel geht super. Nur nicht, eben nicht zu schwer in der Soße. Man kann hier dann auch schön noch mit ein bisschen Salz dazu arbeiten. Ja. Viele Wein-Speisen-Kombinationen profitieren auch davon, gerade wenn der Wein ein bisschen mehr Säure hat, dass man das Essen einen Tick mehr Salz, als es einem vielleicht gerade schmeckt. Mit der Säure vom Wein zusammen ergibt sich ein richtig kraftvolles Geschmacksbild. Ja. Was, glaube ich, aber auch ein relativ großer Mythos ist tatsächlich, dass man zu eher dunklem Fleisch immer Rotwein dazu trinken muss. Ist jetzt auch nicht der Fall. Ich meine, kräftiger Weißwein geht ja genauso. Ja, es geht alles. Vor allem, man muss mal probieren, oder man sollte mal probieren, verschiedene Fleischsorten, gerade dunkles Fleisch, wenn man das mal wirklich blind probiert. Ja. Haben wir damals in der Sommelier-Ausbildung gemacht, in dem Teil Food und Wine Pairing. Aha. Und da hat man uns quasi mit verbundenen Augen ein Stück Hähnchen, Schwein und Rind
vorgesetzt, komplett ungewürzt. Mhm. Und da müssen wir es probieren. Und das ist so, wenn es an den puren Geschmack geht, kriegt man das schon noch raus. Also da merkt man, okay, Hähnchen geht, kriegt man immer irgendwie raus. Aber Schwein und Rind merkst du dann eigentlich nur so, okay, ich habe jetzt das probiert, das könnte das Rind sein. Und dann hast du das, probierst du ein Stück Fleisch und merkst, ah nee, das ist das Rind und das ist Schwein, okay. Dann haben wir das im zweiten Schritt gemacht mit so ein bisschen geschmorten Zwiebeln dazu und im dritten Schritt mit einer dunklen Soße dazu. Und spätestens beim dritten Schritt merkst du keinen Unterschied mehr. Auch nicht über die Faserigkeit oder so. Das ist echt krass, wie du da manipuliert werden kannst, wenn du ja. eben nicht siehst oder was du siehst. Man kann mit kräftigen Weißwein ganz, ganz viel begleiten. Irgendwann wird es aber dann schon schön, wenn so die Röstaromen vom Fleisch mit einer Tanninstruktur vom Rotwein natürlich, zusammenkommen. Das stimmt auf jeden Fall. Also da kann man modern jetzt Orange Wines, die bringen halt eben auch als Weißwein Tanninstruktur mit, die sind aber sehr schwierig für die meisten. Ja, das ist jetzt was, das ist ja eigentlich was man in letzter Zeit wirklich sehr, sehr oft hört. Entweder Orange Wine oder Petnat, glaube ich, war das noch. Ja, oder generell Natural Wine. Oder Natural Wine. Ja. Was ist da deine Meinung dazu? Also ich mag Natural Wines sehr, sehr gerne. Mhm. Orange wird schwierig bei mir. Also da gibt es ein paar wirklich cool gemachte Sachen, aber es gibt generell in diesem ganzen Bereich viel, viel Schrott auch, weil jetzt jeder Winzer, der sein Leben lang irgendwie klassisch gearbeitet hat, meint, ich muss jetzt irgendwie auch mal ein Orange probieren. Manche können es und manche können es aber auch einfach nicht und die sind dann halt grob fehlerhaft. Wobei viele Orange Weine ja schon von der Idee her für die meisten grob fehlerhaft sind. Ja. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das beschäftigt Sommeliers und irgendwie Weinfreaks und Weinkenner. Und die finden es spannend, mal was anderes zu erleben. Ja. Aber das jetzt für die breite Masse wird es, glaube ich, nicht so ein Thema werden. Ja, weil man hört es ja gerade eigentlich, wenn man sich ein bisschen mit Wein beschäftigt, wieder überall, ob Social Media ist oder da, Petnat, Orange Wine, aber... Ich habe jetzt mal ein paar getrunken, aber es ist schon schwierig, dass da wirklich was Gutes dabei ist. Ja, muss man schon sagen. Also, teilweise. Vielleicht müssen wir einmal kurz irgendwie so diesen Unterschied erläutern. Also Natural sind ja die Weine, die da mal mit möglichst wenig Eingriff gemacht sind. Also meistens oder so gut wie nicht geschwefelt, meistens nicht filtriert oder keine Schönung dazu, also möglichst ohne technische Hilfsmittel. Und Orange sind eben die Weine, die bei denen Weißweine wie Rotweine vergoren werden. Also normalerweise wird beim Weißwein ja der Most vergoren, dass man einfach die Trauben presst, hat einen Saft, der gärt. Und beim Rotwein wird alles zusammen, also das Gepresste mit Schalen, Stielen, Fruchtfleisch und so weiter vergoren. Und wenn man das mit weißen Trauben macht, dann gibt es einen Orange Wine. Und die werden dann meist auch nicht geschwefelt oder so. Also die meisten Orange oder fast alle Orange Wines sind natural, aber nicht jeder natural ist ein Orange. Und das finde ich manchmal sehr reizvoll, weil das die Weine einfach ganz anders erscheinen lässt. Sie sind viel, viel wilder, viel ungestümer, auch ungewohnter in ihren Aromen. Da hat man dann manchmal Weißweine, die fast wie ein Stück Fleisch oder so riechen. Es kann richtig geil sein. Ich mag das auch gerne so als Abwechslung, weil man einfach als Sommelier im Restaurant halt ganz viel mit diesen perfekten großen Gewächsen zu tun hat, wunderbar gereift, alles immer wunderbar fein und irgendwann denkt man sich, boah, ich kann das nicht mehr sehen, ich hätte jetzt eigentlich mal irgendwie lieber was Wildes, was mich herausfordert auch nochmal. Ja. Deswegen mag ich Naturals. Also ich hatte mal das Bild so vor Augen, wenn ich mir nach Feierabend nochmal Natural Wine aufgemacht habe zu Hause. Ich weiß nicht, ich spiele irgendwie im London Symphony Orchestra und bin an den perfekten Ton und alles gerade wunderbar ineinander gewohnt und gehe nach Feierabend aber nochmal in ein Punkkonzert rein, wo es einfach wild und laut und auf die Fresse ist. Ja, ich glaube, das ist ein richtig, richtig guter Vergleich, weil vor allem als Sommelier, du hast halt wirklich den ganzen Tag hauptsächlich mit sehr guten, sehr runden Weinen auch zu tun, die jetzt keine Fehltöne haben, die geleckt sind von oben bis unten und dann natürlich nochmal richtig rein. Gar nicht immer geleckt, aber die halt einfach wirklich die hohe Kunst sind. Ja, natürlich. Manchmal braucht man einfach eine Abwechslung davon. Ja, es ist eine sehr, sehr schöne Abwechslung. Also für Winzer, die es können, glaube ich, auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Abwechslung zum Orange Wein. Was ich bei euch...
Ja, auf jeden Fall. Was bei euch auch noch gesehen habe, ihr habt ja die normale Linie oder und die Manufakturlinie, glaube ich, hieß die, oder Manufaktur. Was kann man jetzt darunter verstehen? Das hatte ich vorhin schon mal kurz gesagt, so dass wir zum Beispiel bei Weißburgunder und Grauburgunder selbst nur ganz Zukaufen. wenig im Anbau haben, genau. Und das sind einfach Trauben, die wir zukaufen. Die dürfen wir von Rechts wegen gar nicht als quasi als unsere eigenen deklarieren, sondern die sind bei uns in der Manufaktur gemacht. Das bedeutet aber, da finde ich, muss man mal aufpassen, ganz alles, was man, oder fast alles, was man so im Supermarkt als Wein bekommt, das sind auch Manufaktur- oder Abfüllerweine. Da werden Ja, irgendwo Fässer gekauft. abgefüllt. Genau, auf dem Ja. Fassweinmarkt kann man dann irgendwas kaufen und macht nur ein Pülverchen rein und riecht es ein bisschen wie Sauvignon Blanc und dann kann man es verkaufen. Wir legen immer Wert darauf, dass wir nur Trauben zukaufen, also Ja. von Winzern mit, oder von Weinbauern, mit denen wir zusammenarbeiten. Kaufen wir dann im Herbst einfach die Trauben, die arbeiten nach unseren Vorgaben im Weinberg. Wir selektieren dann auch nochmal und aus diesen Trauben machen wir unsere Manufakturweine. Ja. Also zum Beispiel Sauvignon Blanc wird oder ist die letzten Jahre immer ein größeres Thema geworden. Sauvignon Blanc ist gefragt, ist auch eine spannende Rebsorte, aber wir wären ja bescheuert, wenn wir unsere Rieslinge in den besten Rieslinglagen, die es vielleicht in der Welt gibt, rausreißen würden, nur weil jetzt der Markt gerade ein bisschen mehr nach Sauvignon Blanc schreit. Ja. Deswegen sind wir da ein bisschen flexibel, dass wir da einfach sagen können, okay, wir gucken, ob wir nicht noch jemanden finden, der guten Sauvignon Blanc anbaut, der auch biologisch arbeitet, so wie wir das eben auch tun. Und so kann man ein bisschen flexibler auf den Markt reagieren und kann auch einfach ein bisschen mehr Menge machen, muss man ja auch sagen. Ja, eben, aber ich meine, gerade ihr, Deutschland ist halt bekannt dafür, dass es einfach ein Rieslingland ist. Wenn man so Ja. Weingüter hat, die wie euch, die wirklich richtig, richtig geilen Riesling machen, dann ist es schade, dass man irgendwas mit anderen Rebsorten großartig bei den eigenen Anbaugebieten Ja. ausprobiert, einfach zukaufen. Ich glaube, das ist in dem Sinne das Beste. Aber ich glaube, viele Leute wissen es auch einfach gar nicht, was dieses eben abgefüllt heißt, wenn man es oft im Supermarkt kauft. Ist auch mal wichtig zu sagen. Ja, das steht im Supermarkt, steht dann immer unten, glaube ich, meistens Peter Mertes. Das ist so der größte Genau. Abfüller. Der macht auch den Günther Jauch Wein und so weiter. Also das sind halt riesige Imperien. Auch bei Ja, Sekt müssen wir gar nicht natürlich. von anfangen mit Nee. Henkel, Faber, Rotkäppchen und so weiter. Die produzieren ja mehr Sekt, als Deutschland Trauben anbauen könnte. Ja, das ist Das ist klar. ja, da steht deutscher Sekt drauf und der ist in Deutschland versektet, aber die Trauben sind nicht aus Deutschland. Die kommen Ja. irgendwo aus Spanien oder Bulgarien oder so noch hierher mit dem Tankwagen. Also Weinbauromantik findet Das man sieht nicht in anders diesem. aus. Ja. Als wenn man sich da wirklich so ein schönes Weingut, wo man abends mit einem Gläschen Wein, das genau davon kommt, runterschaut, dann eher an euch denken und jetzt nicht an Rotkäppchen Ja, oder so. wobei wir ja auch schon groß sind, also mit 60 Hektar sind wir jetzt auch nicht mehr das Natürlich, kleine familiengeführte das stimmt auf Weingut. jeden Fall. Gibt es hier auch in der Pfalz und ich finde diese Vielfalt hier gerade toll. Also, das ist eine schöne Urlaubsregion, hier gibt es kulinarisch, Ja. gibt's ganz, ganz viel Wein. Hier gibt es eben die großen alten Weingüter wie Buhl, Bassermann, Winning. Hier gibt es junge Winzer mit irgendwie Ende 20, Anfang 30, die in Deidesheim oder auch in unseren Nachbarorten Niederkirchen, die sich nochmal ganz neu erfinden und Ja. Riesling mal so eher von dieser Natural-Richtung oder so denken. Also hier tut sich unglaublich viel. Bin vor 3 Jahren quasi versehentlich in der Pfalz gelandet und möchte gar nicht mehr weg. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Auch wenn man es jetzt beim Sekt eben sieht, das ist halt wirklich, der schmeckt halt wirklich, also ich muss jetzt sagen, das schmeckt mir wesentlich besser, als wenn ich mir irgend so ein Standard Champagner zum Beispiel für 30, 40 Euro aus dem Supermarkt hole. Weil klar, es gibt richtig gute Champagner, da müssen wir auch jetzt nicht drüber reden. Aber es ist halt einfach was anderes und es hat mehr Charakter, als wenn ich mir jetzt im Supermarkt gehe, mir Moët hole und da habe ich hier deutlich mehr davon. Das finde ich eben das Spannende, dass viele Leute auch den Sekt, den Schaumwein allgemein unterschätzen. Sowas als Aperitif ist spritzig, muss man gleich schmecken. Und das ist einfach nicht so. Ja. Wobei, Deutschland ist das Volk der Sekttrinker. Also, das ist, glaube ich, Deutschland hat den höchsten pro Kopf Ja. sehr an Schaumwein. Aber da macht die Champagner-Methode oder hier die traditionelle Flaschengärung, weiß ich nicht, macht 10% davon aus oder so. Aber Das Deutschland ist stimmt. der größte Schaumweinhersteller und auch größter Verzehrer, glaube ich. Aber halt nicht nach Champagner-Methode oder Ja. vergleichbaren Getränken.
Ich denke, es ist ja eh wahrscheinlich deutlich mehr. Ja, es ist wahrscheinlich 80, 90%, was eh keine Flaschengärung ist, sondern eben künstlich Genau, zugesetzt. Tankgärung und so weiter. Genau. Ja. Das ist so, aber das schmeckt halt auch irgendwie den meisten dann besser. Ja. Okay. Da muss man. Wenn wir jetzt weiterschauen, habt ihr in eurem Weingut für die Zukunft auch irgendwelche Pläne oder irgendwelche neuen Sachen, was dazukommen? Haben wir heute noch drüber gesprochen? Also, wir haben ein Projekt im Sektbereich, was jetzt in diesen Tagen quasi dann so richtig startet. Und zwar ist der Plan, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber ich sage es halt einfach, wir werden in den nächsten Tagen einen Grauburgunder-Sekt beginnen, also Okay. in die Flasche zu geben, zur zweiten Gärung zu geben. Da sind die Grundweine jetzt fertig. Ich habe gestern auch einen Grundwein davon probieren dürfen, zufälligerweise. Und ich mag gar kein Grauburgunder eigentlich. Aber das war spannend und ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Weil es einfach so eine Sorte ist, die man für Sekt überhaupt nicht auf dem Zettel hat. Stimmt. Aber mal schauen. Also vielleicht wird es gut. Vielleicht Ja. werde ich in 2 Jahren gefragt, wann kommt der jetzt? Und ich sage, hoffentlich niemals. Weiß man nicht. Aber ich glaube schon, dass das Handwerk, was dahinter Ja. steht, gut ist. Wir haben natürlich noch einige aus dieser Mathieu-Kaufmann-Ära, einige sehr, sehr interessante Sekte, die dann jetzt schon eben 80 oder dann nächstes Jahr 90 Monate auf der Hefe gelegen haben im Keller und die werden wir auch sukzessive dann auf den Markt bringen. Und ansonsten kann ich es gar nicht so richtig sagen. Also ich glaube, man muss immer schauen, was gibt die Natur her, wie wird sich auch das Klima in den nächsten Jahren verändern. Es wird immer trockener hier, es wird immer heißer. Wer weiß, ob wir in 20 Jahren hier noch über 90% Riesling reden können oder Ja, dürfen. das stimmt schon. Na. Aber gerade sowas wie Grauburgunder Sekt finde ich jetzt wirklich sehr, sehr spannend. Bin ich auch schon gespannt, weil es gibt sehr, sehr viele, die wirklich Grauburgunder lieben. Genau. Und wenn dann Sekt Also bei die Deutschen lieben rauskommt, Sekt, die Deutschen lieben Grauburgunder, warum Grauburgunder, nicht wieso nicht Grauburgunder? mischen? Gut, ist jetzt nicht die perfekte Rebsorte dafür, weil für einen Sekt braucht man halt eine gute Säure, Ja. eine gute Säurestruktur, die den dann auch über die Zeit trägt. Das hat Grauburgunder eher weniger, der ist ein bisschen milder, nicht so säurestark. Ja. Wir werden sehen, aber ich finde es total spannend, dass man Ja. das mal in Angriff nimmt. Ja. Ich muss jetzt zugeben, ich bin zwar jetzt überhaupt kein Grauburgunder-Fan, leider, aber wenn er draußen ist, werde ich auf jeden Fall mal probieren, weil der hört sich richtig spannend an. Habe ich noch nie getrunken. Gibt es das eigentlich schon in Deutschland, Grauburgunder-Sekt? Ich wüsste es gerade nicht. Also es gibt bestimmt irgendwen, der das macht. Das gibt es ja immer irgendwo. Aber ich glaube, so im größeren Stil, größeren Maßstab nicht. Ich weiß auch nicht, wie viele Flaschen davon jetzt gemacht werden. Ich habe gestern mal aus einem Tank probiert, wo jetzt der Grundwein verschnitten ist. Und da jetzt die Hefe dann in den nächsten Tagen dazu kommt, das war schon ganz vielversprechend. Vor allem war es relativ aromatisch. Wenn man sonst mal so Grundweine probiert, die zu einem Sekt werden sollen, gerade in der Champagne, die schmeckt normalerweise nach ganz schön wenig. Das Also stimmt. da hat eben die Hefe einen enormen Einfluss. Ja, und ansonsten hoffen wir natürlich, dass wir hier bald wieder regulär Weinproben anbieten Ja. können, Verkostungen durchführen können. Haben auch ein paar Ideen natürlich für Events, auch mit unserem Sekt und mal mit Champagner irgendwie dazu. Ja. Ich glaube, dass dieses Online-Ding uns trotzdem noch eine Weile begleiten wird und das finde ich sogar ganz cool. Klar, also ich finde Online-Weinproben teilweise auch richtig cool. Es sind wirklich schon viele richtig, richtig gut aufgebaut. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber trotzdem geht einen einfach dieses Haptische von Mensch zu Mensch einfach, es geht ein bisschen ab, es fehlt ein bisschen. Aber für Übergang Online-Weinproben sind auch super geeignet dafür. Ich Ich finde es auch cool, glaube, dass mittlerweile richtig viele darauf umgestiegen sind. ja, ich glaube einfach, dass für viele, die Bock auf sowas haben, prinzipiell Weinproben, aber einfach nicht hier in der Nähe wohnen. Also Ja. man fährt jetzt nicht mehr aus Ja, Berlin das ist auch Malz. langfristig richtig gut einfach. Genau, und das ist dann, ich glaube, dass es sogar noch stärker werden kann, wenn man da bei sich zu Hause auch wieder ein Event draus machen kann. So, hey, wir machen Online-Weinprobe, ich lade mir 3, 4 Kumpels, Freunde, Freundinnen ein Ja. und wir probieren die Weine zusammen und kriegen dazu noch irgendwie was erklärt vom Weingut direkt. Glaube ich, ist ein Modell, was auch weiterhin
eine schöne Ergänzung sein wird, wenn man trotzdem wieder probieren kann. Eben, das hoffe ich auch, dass das viele Leute einfach weitermachen, weil klar ist es schön, im Weingut selber zu sein, aber es hat einfach nicht jeder die Möglichkeit, 6, 7 Stunden oder was zu fahren, ja, innerhalb Deutschlands zum Weingut, und da ist online aktuell die beste Methode einfach dazu. Also den Geruch eines richtigen Weinkellers, das kann kein Online-Tasting irgendwie ersetzen. Kann. Noch nicht. Obwohl, es wäre eine Idee, irgendwie, weiß ich nicht, so eine, zu jedem Weintasting so eine Tupperbox mit Geruchsprobe. Weinkeller zugemacht und reingepackt. Ja, vielleicht ist das nochmal ein Goodie bei der nächsten Online-Weinprobe. Genau, ein Gefrierbeutel, Gummi rum reinhauen ins Paket, fertig. Ja, es sprengt jetzt den Rahmen, aber ich glaube, irgendwer hat mal auf eBay so einen Gefrierbeutel mit Luft von dem Kanye West-Konzert oder so verkauft. Für ja, gibt's schon. Deswegen sowas wäre bei Weinkeller natürlich auch eine Idee. Aber darf sich jemand anderes dran wagen, glaube ich. Na gut. Und was hat dir am besten gefallen? Ich muss ehrlich sagen, ich fand den Bondry gut, ich fand den Forster echt auch gut, aber der Sekt hat mich ein bisschen vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Also der ist wirklich richtig gut. Weil es einfach es ist was anderes. Es ist nicht der typische Sekt, den man probieren. Es hat ein bisschen was von Champagner, es ist cremig, es ist Steinobst, also der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Muss ich sagen. Das freut mich sehr. Das wäre für mich eine 10 von 10. Cool. Für den Preis. Im Preis-Leistungs-Verhältnis ist es brutal. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ja, aber geh mal wirklich hin, gerade beim Forster Riesling, lass dir irgendwie ein bisschen was in der Flasche, probier den morgen nochmal. Ich finde, sowieso. Da passiert echt noch mal wieder mehr. Ja. Selbst ich habe mir jetzt nochmal einen Schluck davon eingeschenkt, von dem Forster nochmal. Das ist jetzt schon wieder ein anderer Wein. Ja. Welches Lagerpotenzial hat der eigentlich? Also bei den ersten, ab erster Lage aufwärts, kann man eigentlich immer von 10 Jahre aufwärts sprechen. Hängt immer ein bisschen vom Jahrgang ab. Ich finde gerade die kühleren Jahrgänge, die mehr Säure haben, halten sich immer noch besser. Mhm. Also wenn man jetzt so erste Lage von uns, irgendwie Deidesheimer Mäushöhle, kostet, glaube ich, oder hat damals 15 Euro gekostet oder so. Wenn man das jetzt nach 8 Jahren trinkt, dann merkt man, das fängt eigentlich gerade erst richtig an, Spaß zu machen. Ja. Bei den großen Gewächsen 15 Jahre, 20 Jahre, gar kein Problem. Hängt aber auch immer vom eigenen Geschmack ab. Es gibt ja manche, die das gar nicht mögen, wenn es so ein bisschen in die petrolige Richtung geht. Andere lieben das besonders. Deswegen, das sollte jeder irgendwie selbst probieren. Also, was ich immer besonders spannend finde, wenn man vom gleichen Wein im Meer zum Beispiel kauft, einen früh probiert und einen spät, weil du merkst einen krassen Unterschied teilweise bei den meisten Weinen. Genau. Also keinem Wein von uns schadet das, wenn er mal 2, 3 Jahre liegt. Ja. Also auch selbst ein Bone Dry, 2, 3 Jahre alt, wenn man den mal im Keller vergisst, macht gar nichts. Das ist immer noch lecker und frisch. Aber die sind halt nicht fürs Reifen gedacht. Ja. Und bei den Sachen hier, wir haben aktuell sogar noch ein Late Release quasi von unserem anderen Ortswein. Man kann gerade 15er Deidesheimer Riesling kaufen. Mhm. Ich glaube, kostet 1 oder 2 Euro mehr als der aktuelle Jahrgang. Wenn man sich mal interessiert, wie es auch so ein einfacher Ortswein reifen kann, ist es echt ein Preis-Leistungs-Killer. Ja, das finde ich richtig gut, weil ich meine, viele wollen vielleicht mal probieren, wie es so ist, wenn Wein reift, haben aber jetzt nicht unbedingt die optimalen Bedingungen, denn wirklich ein paar Jahre stehen zu lassen. Deshalb finde ich sowas richtig cool. Gerade bei großen Gewächsen, wenn die irgendwo im Restaurant gereift auf der Karte stehen, das kostet ja auch immer noch richtig Geld. Ja. Und wenn man irgendwo die Gelegenheit hat, auch mal nur einfach einen Ortswein oder eine erste Lage ein bisschen greif zu probieren, würde ich immer einem jungen, großen Gewächs vorziehen. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, im Restaurant für 90 Euro einen aktuellen Jesuitengarten, oder das ist schon völlig unrealistisch, der Preis müsste eigentlich viel mehr sein, aber für 100 Euro ein aktuelles großes Gewächs zu trinken oder für 60 Euro einen 6, 7 Jahre gereiften Ortswein zu trinken oder eine gereifte erste Lage zu trinken, würde ich lieber das Reifere trinken. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das wissen viele auch immer nicht. Viele denken, großes Gewächs ist besser oder ist teurer, ist besser. Aber wenn du jetzt wirklich ein junges, großes Gewächs hast und einen gut gereifen, jetzt zum Beispiel ein Forst oder so, das ist... Ja, also wir haben mittlerweile einfach in Deutschland die Weine oder das Winzer können, dass man auch wirklich einfache Weine ein paar Jahre liegen lassen kann, ohne dass die kaputt gehen, ohne dass die kippen und meist sich danach noch viel, viel schöner zeigen. Ja, das stimmt.
Also jeder, der sich einen Weinkeller anlegen kann, sollte sich einen anlegen. Genau, kann auch schon ruhig mit Ortsweinen anfangen. Ja. Gut. Ja, cool. Boah, dann denke ich, haben wir da auf jeden Fall sehr viel gelernt. Ja. Wenn du noch was hast, was du hinzufügen möchtest, gerne jetzt. Nee, ich hoffe, es war jetzt nicht nur lehrreich, sondern vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam. Und also wir würden uns total freuen, oder ich würde mich freuen, wenn wir hier wieder besucht werden, wenn es wieder geht, wenn man wieder Wein probieren darf. Deidesheim ist echt ein wunderschöner Ort. Reichsrat von Buhl ist auch eine wunderschöne Location in diesem Ort. Ja. Wunderschöner Innenhof. Kommt hier vorbei, besucht uns, probiert ein bisschen was, macht euch den Kofferraum dann voll hoffentlich. Also, ich kann es echt nur empfehlen, auch als bis vor kurzem noch Außenstehender. Pfalz ist toll. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es will sich eigentlich niemand hersitzen und eine Stunde lang irgendeinen Vortrag über Wein, über Bodenzusammensetzung anhören. Deswegen, es soll unterhaltsam sein, man soll ein bisschen was erfahren. Ich glaube, das haben wir heute super umgesetzt. Ich bedanke mich herzlich bei dir dafür, dass du mitgemacht hast. Ja, gerne. War Tolle mir Weine kennengelernt. super. Genau. In diesem Sinne, vielen Cheers. Dank dir. Danke. Cheers.